Auf dem ehemaligen Smart-Gelände in der Leibnizstraße in Böblingen kam es am Donnerstagvormittag zu einem Unfall eines Mercedes-Testwagen. Laut Unternehmenssprecherin führte ein Mitarbeiter mit dem Testwagen Messfahrten auf dem Daimler-Werksgelände durch. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor der Fahrer die Kontrolle über die M-Klasse und fuhr in die Fassade des Bürogebäudes, wo er eine Glasscheibe durchbrach. Verletzt wurde niemand.